dann doch schon ein bisschen eindeutiger aus in deiner Front. Na, ich bin gespannt, wo das Ganze hin, ob man eben entsprechend beim Stable oder auf den Switch geht. Wenn wir uns nochmal kurz das Lineup von Kid Rocks angucken. Natürlich sehen wir Evil, Hackhoff aus dem Lineup und Timbo, Belmont, Tyler als unsere drei Stand-ins. So, die Seiten sind entschieden. Kid Rocks auf der T-Side, Envision auf der CT-Side. Und los geht's mit der ersten Runde. Kid, 4 Flashes, eine Smoke bei Envision. Wobei Kid Rocks direkt mal die Mitte anspielt. Carlo hinten im Z. Oh, weiß, dass Mitte was raus ist. Trifft den ersten Anschuss. Hackhoff auf 80. Evo, sie pushen jetzt halber nach oben mit Main Richtung A-Split. Und hinten am Auto stehen sie defensiv. Nejo, runter 35. Mike los, sie schieben jetzt mit in Richtung Z. Aim ab Richtung Out auf die Long Distance. Schöner erster Stück, Evo. Und die Überzahl geht an Envision. Bombe geplant. Sie haben gekickt. Immer noch eine Smoke und 3 Flashes in der Hand. Ah, Nietzsche bekommt noch Teile, bevor er rausgenommen wird. Skank ist weg und Mike los hat Richtung Mitte. Oh, immer auf die Emma die Überzahl. Und dann ist Timbo raus. Belmont, Hackhoff, von 1 gegen 3 für Hackhoff mit der Glock. Und immer noch das Kit, das jetzt natürlich aufgenommen werden muss. Chris versucht es, kann traden. 2 HP bei Carlo, ein bisschen knapp gewesen. Trotzdem, der Fuse ist durch. Und die erste Runde geht erfolgreich an Envision Esports. Ja, haben sich schön ausgespielt. Schön defensiv gewartet. Nicht so früh Richtung Spot reingelaufen. Einfach Kid Rocks ein bisschen auf sie zukommen lassen. Ja, und trotzdem gibt's da natürlich in der Bombplant aus der ersten Runde direkt die Anti-Eco-Round. Doppel-AK, Galil, UMP, eine Deagle für Hackhoff. Mit ein paar Granaten, Kevlar dabei. Und gerade mal 2 Rifles bei Envision selbst. Also Triple MP9 mit einem einzigen Kit bei Chris. Oh, die Smoke unglücklich abgedotzt. Und jetzt hinten close im Spot. Der nächste zieht die Crossmark mit rein und Hackhoff schaut in der Liga Richtung Side, wo man was sehen kann. Carlo ist raus, die erste 5-9 Snake. Hackhoff, oh, schöner Headshot. Mike los. Wichtiger Trade. Aber immer noch eine Eimer-Unterzahl diesmal für Envision. AK, MP9, Galil bei Tyler, Hackhoff, Belmont und Skank, Mike los. Ah, sie haben das Smoke, Molotov, das Kit, die beiden Rifles sind dann also durchaus eine Chance. Na, T-Ratch. Oh, Skank hat Glück. Gibt die erste Smoke in Richtung Yellow. Tyler nochmal oben drauf mit gutem Schaden. Beide auf 70 runter. Tyler muss aufpassen. Doppeln das jetzt. Pushen zusammen rein. Nächste Mal noch in der Hand. Mike los, kann einmal Trader mit zum zweiten. Belmont macht beide aus vom Highway. Und wir haben instant den 1-1-Ausgleich für Kid Rocks. Tja, und Envision, den man da zwar die Pistole holt, die Anschlussrunde verliert gegen die Anti-Eco. Als das erste Mal Pistol-Eco-Round, Geld sparen, Kid Rocks diesmal schnell mit 4, 5 Mann Richtung Main, Richtung Arsport, einfach rausgelaufen, Onspot, Nejo. Ah, da brennt er erstmal ein bisschen an. Chris raus, Nejo fast mit dem Chill, aber eben nur fast. Belmont. Nein, hinten Auto ab. Pistol Eco Round scheint nicht ganz so ergiebig zu sein bei Envision. Skank allein gelassen in der Mitte. Tyler hat den Fuß gesehen, weiß Bescheid. Flash rein. Aber der Frag sitzt vorher. Erfolgreiche 2 Anschlussrunden für Kid Rocks. Envision Esports mit 3-7, 4000 auf der Bank könnte reichen für den Ball, aber hätte man entsprechend wenig Equipment, deswegen heißt es nochmal Pistol Eco Round. Ein paar Pistols, ein paar Granaten investieren. Bleibt trotzdem ohne Kit in der Runde. Doppel-AK, Tyler, Tempo. Dazu gibt es eine Doppel-SMG und eine Out für Belmont. Ja, eine erste Flash aus Main raus ist gut. Eine zweite kommt Nedo. Aber Belmont vielleicht ein bisschen zu greedy unterwegs. Der Rest ist Richtung Mitte rein, schaut Richtung A-Spot, Richtung Z.
Ja, ihr habt den ersten Trade für Timbo, flashen sich in Richtung Auto rein und versuchen es trotzdem Richtung A-Split übers Auto, über Highway. Und Nejo, Nejo kann hier so unendlich viel Schaden machen, aber dann steht einfach Open Field für Tyler. 3 gegen 3. Pistols gegen Rifles und ein Main. In Main steht immer noch Chris mit der P250 auf die Close Distance. Ja, gibt eine Main Smoke hinterher. Scout, Mike los, aufgeteilt Richtung Auto, Richtung Highway. Und Chris hat wenigstens mal die Aug recovern können. Die Frage natürlich jetzt: Risiko? Kein Risiko. Wir haben einfach kein Death Kick Timbo. Zwar gedingt, aber Dries Auto ist das heißt, mit dem Schaden angesteckt. Schnappt sich Skank. Chris ist bekannt. Timbo und Tyler lassen da nichts weiter anbrennen. 3-1 Führung. Und jetzt liegt es an Envision, da endlich das Ruder wieder rumzureißen. Gibt die erste AWP fürs Gank. Doppel-Aug, Doppel-M4, ein Kit. Ja, gute Granaten. Cat Rocks, diesmal mit drei Mann schnell Richtung B. Oh, sehen da schon mal Skank hinten im Checkers drin. Molotov, Flash kommt rein. Mike los, wird ein bisschen was helfen. Die Granate. Ah, fliegt unglücklich weg. Und der erste Entry sitzt. Timo mit dem ersten. Weiß on, Spotschip von Evo. Close, Mike los mit der Aug. Nein, zwei, Doppelkill. Den dritten bekommt er aber nicht wegen Evo. Und wir haben ein 3 gegen 3. Machbar. Doppel Aug, AK gegen Doppel M4 und eine Aug bei Envision. Ah, Bombe liegt hinten noch in Richtung Kirby, muss Evo erstmal aufnehmen und da natürlich steht man oben schon drin. Ah, Carlo aimt so ein bisschen Richtung Cross, Molotov aus dem Maus, kann er absmoken und trotzdem die Richtung Spot behalten, aber Evo, wieder Evo erfolgreich. Molotov rein, Granate rein, ah, macht guten Schaden, Bombe noch geplantet und ein 2 gegen 2 Retake. Chris, Nejo. Ah, Hackoff, Belmont. Ein paar Flashes in der Hand. Ja, Hackoff schaut Richtung Headshot. Belmont kann abliefern, macht einen Doppelkill. Und lässt am Ende nichts mehr zu bei Envision. Kein erfolgreicher Retake. Somit bleibt es weiterhin bei 4 Runden am Stück für Cat Rocks. Und nochmals heißt es: Pistol Eco Round. Tyler mit der Flash raus. Evo beim Booster. Und Lichiaka weggeworfen. So, ansetzen. Carlo mit einer Flash in Richtung Main. Ah, gibt das rein jetzt. Nejo versucht mit Doppel-Deagle da vielleicht einen Headshot zu ziehen. Und wieder geht's in Richtung Asplit über Highway. Oh, Chris blind. Konnte nur einen Shot setzen gegen Timbo. Mike los dabei, pusht den B-Spot durch, steppt jetzt laut. Oh, Evo! Pech! Nur 19 Mike los, 2 bei Skank, der richtige Schaden ist gut. Beide jeweils One-Shots. Dann können wir wenigstens versuchen, vielleicht eine AK zu sichern, vielleicht eine AK durchzubringen, nächste Runde mit. Aber die Runde sollte eigentlich sicher an Cat Rocks gehen. Ha? 3 gegen 2 Überzahl, beide und alle 3 fast noch mit Full Life. 50, 100, 100 und eben gerade mal insgesamt 21 HP. Bei den letzten verbleibenden Spielern bei Envision Esports. Tyler hängt die Mitte ab. Ah, weiß Bescheid. Währenddessen Hackoff und Timbo ebenfalls mithanden. Skank. Hat nur die Deagle in der Hand. Hört die Steps in der Mitte. Am T-Spot kommt er ebenfalls mit rum. Ah, Skank. Hofft auf den Headshot. Ah, der sitzt nicht. Timbo macht das gut. Tja, und die Führung können sie immer weiter ausbauen. 5-1, 4 Runden Advantage. Und dann Vision in ihrer nächsten Barons. Diesmal die AWP für Mike los, nicht fürs Gank. Doppel M4, Doppel Aug dazu. Diesmal zwei Defuse Kills wieder. Natürlich gute Granate in der Hand. Smalls noch ein paar Flashes. Mike los hinten. Diesmal schneller Richtung Checkers unterwegs gewesen. Flash. Ah, kommt gut rein. Mike los. Oh, overpicked. War da ein Doppelzoom drin? Natürlich ein sehr, sehr einfacher, schneller Entry für Evo. Auch wenn sich Carlo erstmal Tyler schnappen kann. Base-Spot ist eingenommen. Gehört schon wieder Cat Rocks. Bombe cross jetzt in Richtung Hatch, wird rübergeworfen. Und der Baumplant ist durch. Hinten Default-Pose am Maus. 4 gegen 4 Retake. Ich meine, sie haben zwei Kits. Sie haben noch Granaten, Flashes, Smokes, Molotovs, Donate. Also warum nicht versuchen?
versuchen es im 2-2-Verbund. Über Heaven, CT zur zweiten Event. Ah, die Box abgesmoked. Ninja mit einer ersten Flash für Checker. So, die ist gar nicht mal schlecht. Aber schlecht. Evo haben einen guten Schaden. Evo, Treffer, B-Box, Schaden mit Doppelkill. Oh, das ist bitter. Das hätte Envision durchaus holen können im 2 gegen 2. Aber Evo hat ein richtig gutes Timing. Er hat den Drop unten. Und Aaron Hackhoff doppelt das erfolgreich runter. Na, bis auf die Pistol Round gab's noch keinen großen Erfolg für Envision auf der CT-Side. Handelt sich da von der Eco-Round zur nächsten Bar-Round, versucht sein Möglichstes, aber bislang sieht's wirklich gut aus. Tempo, Tyler, einfach schnell richtiger Spot, einfach drauf da. Evo hat den Step Close in Platine, pusht rein, Nito reingelassen, die Deagle on Spot. Ah, schnappt sich eine erste Hake, was für Chance wäre. Aber der Spadon sitzt leider richtig. Tja, sehr, sehr bitter bislang für Envision und Catrox. Nur noch einen einzigen Zähler von der 8. Runde entfernt, also von der sicheren Halbzeitführung. Dann muss man kurz das Gaul anschauen. 16.000, 10.000, 10.000 Reserve, 12-4 bei Timbo und Skank mit 0-0-8. Ah, vielleicht jetzt eine Chance. Timbo ist raus. Ah, Chris mit 5. Big League überlebt, aber wieder geht's Richtung Main, Richtung Tür, Richtung A-Split. Ah, Evo traut sich noch nicht raus. Schaut erstmal Richtung Box. Oh, bricht das Ganze ab und das ist die Chance für Nijo. Tür steht noch. Oh, hinten versucht man den zweiten Aug mit Carlo das Ganze zu halten. Muss aufpassen, Tür steht, Main steht. Währenddessen jetzt bei Monty Bombe langsam Richtung Main trägt. Tyler mit einem ersten wichtigen Trade. Und immer noch natürlich 15 wie bei Chris, also ein zweiter Standard-Trade wäre möglich. Ja, hätte hinten die AWP on-spot, Tyler schaut in Richtung Spot, gibt eine erste Crosswalk ein. Und on-spot warten sie. Nejo, Mike los auf dem B-Spot. Und der Rest mit drei Mann auf dem A-Spot. Nejo piekt nochmal nach. Oh, hier steht man. Bekommt fast den Doppel-Engine. Nejo ist bekannt. Nejo ist Lower P. 16 Alter. Und Skank muss mithelfen. Aber sie schnappen sich Nejo und Spot. Das ist jetzt so wieder machbar. Für beide Seiten. Auch für Envision. Hohe Flash raus. Belmont stellt sich close. Schaut mal, ob er da vielleicht irgendwas in der Smoke sehen kann Richtung Heaven. Heck auf der Wahl Richtung Main, Richtung Yellow versiert. Und Skank mal los. Ah, warten immer noch drauf, dass die Smoke da weg ist. Wir haben aktuell kein Kit in der Hand. Und das ist bitter. Skank. Oh, Strafe, Peek. Rein! Belmont blitzschnell von der Box aus. Mike los, 1 gegen 1. Und Heckhoff gibt die erste Granate rein, macht 50 Schaden. Oh, der Schaden, der war so gut von der Granate. Und das wär's fast gewesen. Ganz, ganz knapp am Ende, aber eben leider nicht erfolgreich. Und deswegen heißt es wieder Pistol Icaron für Envision. Timbo, Mitte raus. Oh, Evo kriegt da richtig guten Schaden. Carlo, bitte close mit der AK. Schön, 2-3 Frags. Und diesmal dürfen sie das nicht aus der Hand geben, Envision. Hackhoff, Belmont. Ah, Heaven steht. Belmont steht mit Buddy jetzt in Main. Aber ist schon zu viert hinten am Highway. Und sneaken sich schon langsam in Richtung Spot. Carlo, Nejo, die Deagle, die AK hinten. Nochmal eine Crossmog in Richtung Side. Oh, da kommen sie jetzt hinten vom Yellow mit Hackhoff. Runter auf 30. Also muss er aufpassen. Ist One-Shot. Flash in Main rein. Belmont immer noch close. Smogt sich close ab, dass er da vielleicht eine Chance bekommt. Nejo schaut nach links, nach rechts, in Richtung Red, in Richtung Main. Aber Belmont! Perfekt reingeschaut. Das gibt's nicht. Belmont, was ein Doppelkill. Oh, und die Chancen sind fast schon wieder vertan. Mike los. Die Tür ist zu, aber er hört die Steps und er kann warten, bis sie planten. Jetzt wird er planen, pusht die Tür raus. Mike los, das ist recht, aber Belmont. Das 2 gegen 4 doch noch gewonnen, nachdem er Vision in der Mitte einfach mal 3 Frags ziehen kann. 3 erste Entries bekommt.
9-1 Führung für Cat Rocks. Vielleicht reicht es ja in der nächsten Byron wieder. Vielleicht schafft ja Envision noch ein 6-9 zur Halbzeit. Triss. Mit. Oh, schöner Shot mit der Orb. Wieder Überzahl für Envision. Wieder ein Mann mehr. Skeleton fleckt sich vor B raus. Schaut Richtung Toxic. Erstmal die Offensivsmoke reinwerfen. Kein Risiko. Bloß keinen Trade riskieren. Das wäre jetzt fatal für Envision. Ausgang springt, hat Infos für Mike Los. Sie könnten jetzt das Ganze zu doppeln. Und erstmal Molotov. Nein, Mike Los pusht rein und auch Evo ist raus. Tyler, Heckhoff, Timbo. Ja, teilen sich auf, zu zweit Richtung Wand. Heckhoff langsam Richtung Mitte. Und Mike Los schiebt gerade vom B-Spot weg. Das heißt, es ist nur Skank auf der Side. Und Nejo, Triss doppelt den Asp Richtung Highway, Richtung Main. Oh, und er braucht jetzt gern ganz schnell die Rotation von Mike Los. Und genau das macht er jetzt. 30 Sekunden. Ah, Fenster aufgeschossen. Erster Flash rein. Er hat die Steps, gibt die Smoke rein. Mike Los. Ah, ist abgesmoked. Wie feiert. Und er macht noch keinen Schaden. Muss er nachladen jetzt. Gank immer noch on spot. Oh, mit der M4. Auf Wasser. Headshot steht. Schnappt sich Tyler. Und da kommt Mike Los mit bestem Timing rein. Heckhoff. 1 gegen 4 mit 15 Sekunden. Die Bombe am Spot hinten. Und er weiß, das schafft er nicht mehr. Nicht gegen 4 Mal. Heckhoff zum ersten, aber nicht zum zweiten. Und endlich. Endlich, endlich. Zweite erfolgreiche Runde für Envision Esports. Jetzt heißt dranbleiben, anknüpfen. Anste Runde sichern und dann noch in Richtung sechste Runde spielen in der ersten Halbzeit. Nur die Economy von Cat Rocks. Oh, hat sich auch schon so ein bisschen geschmälert. Da findet man 16.000 bei Hack auf. Zweimal mit 10, aktuell noch 4 bis 4,5. Also nicht mehr allzu viel. Nejo, close for main vor der Raketenbox. Noch wird gewartet. Ja, Cat Rocks diesmal etwas langsamer, etwas sicherer im Aufbau. Nejo, schönes Timing. Aber dann kommt Timbo, blitzschneller Trade. Schaut nochmal nach Richtung Spot. Belmont schiebt mit die Baume mit Richtung Main getragen, aber on Spot steht immer noch Triss und Carlo. Ja, helft nicht mit ein paar Granaten nochmal aus. Gibt einen Molotov rein, er macht ein bisschen Damage. 50 bei Carlo und der Flash hinterher. Hinter der NPK steht Timbo. Wollte einfach durchpushen. Und Triss. Yellow. Oh, bitteres Timing. Belmont. Wichtiger Trade. 3 gegen 3. Macht man. Molotov nochmal weg rein. Oh, Carlo brennt runter. Carlo 30 und er kann nichts mehr machen. Mike Los, denn er kann gespottet. Bombe ist Onspot geplant. Mike Los. Oh, dann laufen sie da einfach offen in die Rifles rein. Und es gibt wieder keine Anschlussrunde für Envision. Tja, und die nächste Sparrunde. Bis zu 3000 noch. Bei Nejo, der Rest mit deutlich weniger. 1-4 bei Mike Los, 1-8 bei Carlo. Na, push wieder Railway, Main durch. Instant alle 2, 3, 4 Mann. Und Skank vom Baseball reingelassen worden. Tja, was schafft er? Er hat Kevlar, er hat eine P250. Aber sieht nicht gut aus. Hinten. Hat schon Heckhoff, den schnappt er sich. Aus dem Band raus, kommt noch Evo mit runter. Und da war er zum Glück schon instant close und den AK. Safe zu den Nein, dass er da gar nicht mit dran kommt, lieber einfach. Und somit heißt es. Tja, 11-2 Führung. Also schon mal eine richtig, richtig starke Teaser von Cat Rocks. Und Envision. Tja, Envision versucht's weiter. Doppel-Farmers, Doppel-Aug, eine M4, ein paar Smogs, Flashes, aber kein Kit. Kein Death-Kit. Oh, Timo mit einer schönen Flash in Richtung Arsch, und das ist rausgelaufen. Nejo mit drauf, Nejo droppt runter, Nejo, jawohl, Doppelkill. Und die Überzahl ist raus hier, 4 gegen 2. Evo, Heckhoff.
Oh, müssen aufpassen. Highway steht. Evo verbrennt, wird gedoppelt. Takeoff ist ebenfalls bekannt. Ninja macht einfach mal 4 Frags diese Runde. Und die vierte Runde ist gar nicht mal so abwegig. Klar, sie können aber reinkaufen. Nochmal 4.000, 5.000 Dollar auf der Bank. Also AKs sind sicher. Auch mit Diffuses in der Hand. Get Rocks über den Booster Richtung Mitte. Chris im Vent brennt nicht runter. Das checken sie erst spät. Und es bleibt bei einer klitzekleinen, kurzzeitigen Überzahl. Da mal Granate im Vent rein. Ist keiner mehr drin. Evo ohne Schaden. Der Smoke in Richtung Z-Gang. Währenddessen am Auto hinten mal Glow Stephen. Sie schieben den ersten Main Smoke. Na, das Ganze erstmal etwas runtergeslowt. Teil an der Tür mit der Bombe in der Hand. Timbre über Main, Evo über die Mitte. Tür ist offen und on-spot ist immer noch eigentlich. Oh, richtig guten Pre-Fire-Schaden ab. Schönes Timing von Evo am Ende. Und Chris, Skank haben Chancen, aber nicht, wenn Evo auf die Close Distance abaimt. Bomb has been planted. 1 gegen 3 für Skank. Yellow steht, Spot steht, hinter Red. Oh, ist gesehen worden, Skank. Sieht die Smoke Richtung Highway, gute Entscheidung, vielleicht mal reinzufliegen, sich den ersten zu schnappen, den zweiten. Das reicht ganz, ganz knapp nicht gegen Timbo. 12-3 Halbzeit. Doch, 12-3, richtig. Entschuldigung. Tja, 16-8, 16-9. Belmont, Timbo machen bisher einen richtig guten Job. 15 bei Nejo, 12 bei Mike Lose, aber wir sehen's. Ja, Skank mit 4, Carlo mit 5, Chris mit 7. Also da fehlt noch ein bisschen was, ja, um da gegen Cat Rocks ankommen zu können. Und ich bin gespannt, ob da jetzt Envision auf der T-Side vielleicht ein bisschen schneller reinkommt. Wir brauchen dringend die zweite Piste Runs. 5-mal Kevlar bei Cat Rocks gegen 5-mal Kevlar bei Envision. Und da scheint's ein kleines Problem zu geben. Mike los. Ja, kurzzeitig AFK. Na, ja, Bombe erstmal gedroppt. Mike los ist anwesend jetzt. Erster Vorteil für Timbo. Überzahl Cat Rocks. Envision. Ah, über Main die Tür. Skank in der Mitte. Vielleicht ein Dreiwege Asp, den sie versuchen könnten. Belmont. Oh, Tür ist gehört. Main ist bekannt. Long Distance. Mike los mit dem wichtigen Trade. Aber Heckhoff ist da. Und Heckhoff schaut nochmal rein. Mit der Uhr ist hier für Long Distance. Muss sie crossen lassen. Bombe on spot. Kann Carlo planten. Sogar offensiv. Du darfst jetzt in der einmal Unterzahl. Mike los, Carlo. Ah, wissen, wie der Elektro gedoppelt wird. Fliegen nochmal rein, hoffen nochmal ein paar Headshots. Evo, Timbo. Die Long Distance. Da kommt Timbo aus Main on Spot. Carlo gedoppelt, gesetzt. Er kann nirgendwo raus. Außer er macht noch einen Headshot. Und Timbo. Timbo mit dem Triple Kill in der zweiten Piste Round. Counter-Terrorists win. 13-3. Ebenfalls zweite Pistol Round aufs Konto von Cat Rocks.
Und das spielt halt leider Envision nicht in die Karten rein. Sie könnten investieren, sie könnten reinforcen. 4000 bei Carlo, 3000 bei Mike Loser, bleiben eher in der Pistol Ekeron. Hoffen da vielleicht ein bisschen noch auf Glück in der ersten, bei den ersten AKs und gleich mit der ersten AWP. Mike Loser auf 50 runter, Skank auf 90, er pusht jetzt offensiv Mainline, gibt eine erste Granate Richtung Toxic. Ah, granatentechnisch, die wenig Schaden. Aber wichtige offensive Ausschussinfos, gerade in Main für Cat Rocks. Carlo. Und der Peter 50 schnappt sich den ersten Trade. Die Boys raus, das erste Kit fällt down. Skank am Booster, weiß, dass immer noch was close steht unten in Main drin. Es pusht man einfach aus der Smoke Gates raus und Skank wartet. Aber Tyler macht den ersten, den zweiten Doppelkill und Carlo flasht nochmal nach. Die Flash ist nicht allzu gut, reicht trotzdem. Jetzt pushen sie vom B-Spot. Carlo geht auf die One-Taps, hofft noch auf den Headshot mit der P250. Aber keine Chance gegen drei Mann, die noch am Leben sind. 14-3. Und das ist die erste, die allererste Fullbar-Round auf der T-Side für Envision. Und die vielleicht letzte Chance. Auf Cash. Mitte, schnelle Granate über den Booster geworfen. Mike los auf 70. Belmont war blind. Hört da viele Steps, den Drop in Richtung Garbage. Und wenigstens Scan kann instant traden. Hackoff in Main. Oh, Mitte Chris. Oh, Tyler, Doppelkill, Triplekill, Tyler. Und Carlo, alleingelassen, hört die Steps noch nicht vor, versucht mit der AK runter auf 50, immer noch 1 gegen 3. Genauso wie die letzte Runde. Mitte steht, geprefired, Main push durch, Bombe muss er erstmal recovern vor Main. Hört die Steps in Richtung Vent, Mitte links. Carlo, immerhin noch 60 Sekunden. Ein Flash rein, hat keinen Impact, hat noch Granate, Smoke, Molotov. Piekt mal Richtung Vent, Mitte Dach, Z, hört die Steps jetzt los, schnappt sich Tyler. Ohoho, gute Prediction, aber leider nicht erfolgreich gegen Timbo. Tja, das sieht nicht wirklich gut aus. AK, Galil, Doppelpistol, SMG. Und sie müssen 12 Runden am Stück holen, Envision. Sie brauchen 12 Runden in Folge, um in Richtung Overtime zu gehen. Das wird tricky. Oh, die brennen schon gut runter. Nijo auf 60, Hack auf On, bitte raus. Doppelkill gesetzt. Mike los, Nijo, ein 1 gegen 4 mit der Diegel. Alter gesehen worden, versucht es vergeblich gegen Timbo. Und dann pushen sie links, rechts überall rein. Und es ist der Erfolg. 1-0 für Cat Rocks. Nach der ersten Map, nach Cash.